Schön, dass du eingeschaltet hast, genau passend zu einer neuen Folge Portal Reloaded. Ja, wir machen direkt da weiter, wo wir zuerst aufgehört haben. Es geht mal jetzt oben rechts an die auf. Dort habe ich mal eine Playlist ganz oben hinzugefügt. Könntet ihr gerne anschauen. Oh, okay. These light bridges are great for traversing over deadly ground. Mhm. As with the lasers, you will often only have one of these at your disposal. So use them wisely. Okay, jetzt haben wir auch die Lichtbrücken. Ja, so ein bisschen kenne ich das ja noch aus Portal. Oh, verdammt. Wartet mal. Wenn man direkt... Nee, dann geht's ja direkt zurück. Das ist ja schwachsinnig. Ich muss irgendwie den Originalwürfel holen. Da funktioniert die Lichtbrücke nicht. Das heißt, das ist gar nicht mal so dumm gewesen. Ah, verdammt. Ich kann das ja gar nicht versetzen. Eieieiei. Also ich muss dahin. Was passiert? Da komme ich vom Winkel her nicht hin, aber... Da komme ich vom Winkel her überhaupt nicht hin, okay. Ja, das kann funktionieren. So und so. Sie hat nur die Frage, wie komme ich darüber? Ganz easy. Oh! Ups. Das war tatsächlich nicht geplant. Es kann sein, dass er gerade im Hintergrund ein paar Geräusche hört. Das liegt daran, weil gerade mal gestaubsaugt wird. Immer bei meinen Aufnahmen. Okay, gut. Das heißt, wir müssen da jetzt einmal diesen Orange einmal dahin. Und da müssen wir einmal Zeit reißen.
Verdammt! Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Nicht schlimm. Ja, aber wie komme ich da jetzt rüber? Das ist jetzt die nächste gute Frage. Ach doch, klar. Logisch. Ja, Wilfi, endlich. Endlich habe ich dich. So, dann haben wir das Problem auch schon mal gelöst. Die Frage stellt sich jetzt halt nur, wie kommen wir da jetzt hoch? So, kann ich jetzt mal weg. Dankeschön. Dankeschön. So. Das heißt, jetzt müssen wir den hier nur irgendwie jetzt hier rüber kriegen. Da stellt sich jetzt nur die Frage, wie. Wie stellen wir das jetzt an? Ich kann ja maximal nur so hoch. Höher geht nicht. Bloß nicht den Originalwürfel berühren, weil dann verschwindet der. So. Wie kommen wir da jetzt hoch? Na toll. So schon mal nicht. So, den haben wir jetzt nochmal hier oben. Geht ja auch nicht. Was sei denn da oben? Wäre eine weiße Fläche. Ist aber nicht. Höchstens da. Also ich kann das Time. Also ich kann auch keinen Zeitportal machen, weil dann ist die Lichtbrücke auch sofort weg. Und zwar sofort. Was aber.
gehen würde. Und gehen wir nochmal in die Originalzeit zurück. Weil das ist ja nämlich schon mal gut zu wissen. Oh. Was passiert? Orange. Da. Zeitportal. Zack, zack. Zeit. Tata, ich bin da. Schön. Kann mich jetzt hier irgendwie abholen? Geht das? Ja. Das heißt, dann ist das da auch weg. Ach, das ist ja eigentlich ganz simpel. So. 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 Und jetzt hier rüber. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Baue ich den Würfel da? Vom Springen ist zu riskant. Ja, das ist zu weit weg. Da komme ich nie im Leben ran. Ach du Scheiße. Es hat geklappt mit Springen. Ach du Heilige, es hat einfach geklappt. Okay. Es hat einfach geklappt. So, ich hoffe, dass Orange da oben noch ist. Ja. 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 Good thinking. With all this talk about time travel, do you ever question the meaning of it all? Do your actions have any consequences? Or are we all just following the deterministic path of the universe? Here's a fun experiment. Listen carefully. The next thing you will do is jump in 3, 2, 1. It appears that nothing is predetermined or in any... Upsie! Darf ich mir sein Gelabere nochmal anhören, oder? Nee, okay. Here's a fun experiment. Doch. Listen carefully. The next thing you will do is jump in 3, 2, 1. It appears nein. That the universe is strictly deterministic. Ich bin zu blöd zu springen. Aber dieses Mal, jetzt schaffe ich's.
Here's a fun experiment. Listen carefully. The next thing you will do is jump in 3, 2, 1. Okay. It appears that nothing is predetermined or in any way predictable. It appears that the universe is strictly deterministic and everything you do is already predetermined. Okay, wie sieht die andere Zeit aus? Mhm. Alles klar. Da ist schon mal ein Knopf. Der wird ja aber dann zerstört. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich diesen Laser hier irgendwie unterbrechen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Da stellt sich jetzt aber nur die Frage, was passiert in der Zeit, wenn ich den Knopf drücke? Ich denke mal dasselbe. Mhm. Habe ich schon gedacht. Aber hier ist es unten. So, das könnte jetzt aber funktionieren, was ich vorhabe. Einmal so. Und so. So und so, nein. Ja. Auch nicht. So. Ich müsste den ja trotz der Entfernung auffangen können, eigentlich. Ja, perfekt. Ich hab ihn. Jetzt haben wir aber hier oben noch einen Laser. Das kriegen wir aber auch, glaube ich, ganz einfach hin. Dürfte, glaube ich, mit dem einen und denselben Würfel gehen. Nein, eben nicht. Das heißt, wir müssen den aus der anderen Dimension, also aus der anderen Zeit, auch noch holen. Machen wir einmal, weil wir brauchen ja einen Würfel, der verschwindet. Und das geht ja natürlich. Also der verschwindet ja, wenn der Originalwürfel sich bewegt. Das heißt, er wird so oder so nochmal verschwinden. Leider. Das heißt, dass wir einen Laser unterbrechen müssen. Das heißt, der verschwindet jetzt eh. Das war ein bisschen dumm, dass ich den jetzt geholt habe. Aber so. Und guck mal, ob das geht oder ob wir zu hoch sind. Wir sind zu hoch. Und das könnte klappen. So, das heißt, wir gehen jetzt zurück in die andere Zeit. Müssen wir mal gucken, ob wir hier runterkommen. Ja. Easy. Das heißt, den holen wir jetzt hier einmal runter. Und den stellen wir jetzt einmal hier drauf.
So, das heißt, wir machen jetzt Portal Orange weg. Ah! Wartet mal, ich habe eine Idee. Hier ist eine weiße Fläche. Was ist, wenn ich das hier drauf mache? So. Jetzt den hier hole. So. Einmal. Zack. Zack. Eigentlich total simpel. So. Hier hoch. So. Dann lass man den jetzt fallen. Jetzt haben wir genug Zeit, hier zu gehen. Jetzt bewegen wir einfach den. Und wir sind oben. You are a very smart test subject. If the universe really was deterministic, we would have already known the outcome of this test, which might make this compliment seem unnecessary. If you feel that you have been receiving too many compliments, feel free to ignore the previous statements. Ja, okay. Gut, dann war's das auch schon mit diesem Chapter. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich richtig freuen. Wer will, kann man übrigens auch auf Instagram folgen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort bekommt ihr Informationen, wenn ich mal was Neues hochgeladen habe. Wenn mal nichts kommt, warum und wieso das so ist. Und ich mache manchmal Umfragen und Livestreams kündige ich dort übrigens auch an. Deswegen... Es könnte eventuell relevant sein, wenn ihr möchtet. Ja, in der nächsten Chapter haben wir diese Türme. They should now also work in the future. Most of them, anyway. Ja, okay, das sehen wir dann in der nächsten. Should you find a defective turret in the future? Ja. Feel free to mark this as a flaw in your test report. Darf ich jetzt reden? Danke. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.